Der Bart sprießt, die Vorfreude auf seine letzte Rückrunde in Gladbach genauso. Christoph Kramer hat das Jahr 2015 mit offenen Armen empfangen, weil ihm 2014 am Ende dann doch ein wenig viel geworden war. Nach dem WM-Erfolg prasselte eine Menge Kritik auf ihn ein. Äußerungen in der Presse kamen nicht gut an. Abgehoben sei er, hieß es. Kramer fühlt sich missverstanden und kontert. Was heißt Fehler? Ich meine, wenn man so redet wie wir jetzt, dann kommt es, denke ich, immer richtig rüber. Was in der Zeitung steht, das kommt nie so richtig rüber, weil wenn man was mit dem Lachen sagt oder mit einer irgendeiner anderen Mimik, dann ist es immer anders und der Gegenüber weiß auch, wie es gemeint war, aber das weiß halt kein Leser und von daher denke ich, habe ich daraus gelernt, dass man aufpassen muss, was man sagt, weil nicht alle wissen, wie man es gesagt hat. Kramer gibt aber auch zu, er hätte öfter schweigen sollen. Daraus wolle der 23-Jährige seine Lehren ziehen. Ab sofort zählt nur die Rückrunde mit Gladbach. Also mein persönliches Ziel ist natürlich wirklich die Champions League, weil ich glaube, dass man dieses Jahr eine gute Chance hat. Ich denke, wenn man gut reinkommt, wenn man direkt in so einen Lauf kommt, dann hat man dieses Jahr wirklich eine realistische Chance, es zu schaffen. Und wir wissen, dass es nicht einfach wird. Wir sind in einem großen Verfolgerfeld und da wird es dann halt darauf ankommen, wie man startet. Und man muss direkt von Anfang an hellwach sein und da sein. In der Hinrunde fiel Kramer zuletzt nicht sonderlich auf, spielte eher mäßig. Für das avisierte Ziel muss er selbst wieder zulegen. Kramer will sich im Sommer gebührend aus Gladbach verabschieden. Zu schön, wenn es dann etwas zu feiern geben würde. Wir sind in allen drei Wettbewerben noch vertreten. Titel ist dann ein bisschen hochgegriffen, aber die Champions League wäre für Gladbach wie ein Titel. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir alle ganz zufrieden. Die Fans werden in den kommenden Wochen besonders auf ihn schauen. Ist er noch mit Herzen bei der Borussia oder längst gedanklich bei seinem neuen alten Club Bayer Leverkusen?